Schorsch, Leute, willkommen zurück zum Schorsch, zum Sonntag. Es ist, ich muss mir irgendwie mal angewöhnen, irgendwann mein Video nicht mit zurück zu starten, weil es macht keinen Sinn. Aber ist auch nicht wichtig. Folgendes ist passiert, wird passieren, muss passieren und werden wir leider angehen müssen. Zum ersten, vielleicht sogar einmal hier, habe ich sogar gerade bei mir, mein guter 3DS mit Capture Card. Ich werde ihn wohl einschicken müssen, weil ich habe jetzt ein Video rausgehauen bezüglich, ob mir irgendwer helfen kann. Bedauerlicherweise war das leider alles nicht, wo irgendwo geholfen hat. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe an alle, die was dazu beigetragen haben, die versucht haben, da zu helfen. Leider hat es nicht geholfen und ich habe jetzt mal tatsächlich den Dings nochmal wiedergefunden, wo ich das bestellt habe und habe den Kundensupport kontaktiert. Freundlich ist anders, aber das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil ich werde ihn einschicken müssen. Offenbar ist irgendwas damit nicht in Ordnung, deswegen werde ich ihn irgendwann jetzt im Laufe der Woche einschicken müssen und hoffen, dass man da irgendwas beheben kann. Weil es wurde auch häufig der Vorschlag gemacht, ich soll die Save Datas vom DS irgendwie transferieren mit einer SD-Karte, soll möglich sein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das würde nur ein Problem lösen und dieses eine Problem nennt sich dann Spirit Caller. Spirit Caller wäre dann natürlich gerettet, schön und gut, aber Pokémon Sonne, ne, was wir hier drin haben, wäre dann leider immer noch, weil wir, es, soweit ich es weiß, gibt es keinen 3DS-Emulator und wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich auch keinen, weil das ist mir zu, das möchte ich dann nicht, das ist mir zu tricky. Von daher, ich werde ihn einschicken und hoffen, dass da was bei rumkommt, weil einen neuen kann ich mir nicht leisten. Trotz der geilen Hilfe meiner Potatoreons. Vielen Dank nochmal euch für euren Support. Was uns jedoch leider zum nächsten Punkt in unserem kleinen Schauspiel der Trauer bringt. Ich werde jetzt wohl doch anfangen müssen, mir wieder einen Job zu suchen. Ja, ich weiß, ich klinge gerade wie der letzte Hobo damit, aber ja, meine Finanzen sagen mir, gut, du musst jetzt mal langsam. Es ist noch nicht dringend, es ist noch nicht, dass du jetzt auf einmal morgen auf der Straße sitzt, um Himmels Willen. Ich habe noch, ich habe was beiseite gelegt, genau für solche Fälle. Und ja, ich werde jetzt anfangen, wieder was zu suchen. Von daher werden wir sehen, wie das Ganze läuft, wohin der Weg uns führt. Ich hoffe mal nicht in Einzelhandel, da werde ich auf jeden Fall sämtliche Hebel in Bewegung legen. Und ich hoffe, dass ich da irgendwas finde, was wenigstens halbwegs nicht retarded ist oder mit Einzelhandel oder Gastronomie zu tun hat. Weil das ist für mich irgendwo der Gipfel der Undankbarkeit. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch daher, dass ich einfach nur noch mit Einzelhandel gearbeitet habe, wo sich absolut wie die letzten Cunts benommen haben. Aber gut, das ist mein Problem, würde ich sagen, nicht? Das ist ja, ich kriege das schon irgendwie hin, ich werde schon irgendwie was finden und was denn mit Content passiert, da kommen wir jetzt mal zu, denn Resident Evil geht jetzt am Donnerstag, Dienstag, eins von beiden, Dienstag oder Mittwoch geht's zu Ende und dann geht schon direkt im Anschluss Pokémon Rot los, wo ich auch schon alles komplett gerendert habe, muss ich nur noch hochladen und dann geht das los und dann schauen wir mal, wie das läuft. Also aktuell haben Leute schon mal an Pokémon Rot um einiges mehr Spaß, so allein vom Zusehen her. Das finde ich auch wunderschön, weil ich vermisse so diese ganz alten Editionen einfach. Und es macht mir riesig Spaß. Deswegen, ich muss mal gucken, ob ich heute, also entweder mache ich heute God Hand weiter oder Pokémon, eins von beiden. Geht aber auch erst heute Abend irgendwann los, so 17, 18 Uhr, so in dem Dreh. Von daher, wer genaueres, schaut am besten mal auf Twitter vorbei, der ist da unten nämlich auch. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich heute im Stream oder erst Dienstag, weil Montag streame ich mal nicht da. Montag ist ein Scheißtag. Montag ist kein guter Tag, um alive zu sein. Es ist Montag, was ist doch klar, ne? Bis zum nächsten Mal. So, Leute. Stand proud.